Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind, der 1717 Talk. Mein Gast heute, Jivako, Buchautor, Freiheitskämpfer und Mensch. Schön, dass du da bist. Hi Sam, schön, dich zu sehen. Endlich mal wieder. Ja, leider nur auf Distanz, also das auch nochmal für meine Zuschauer. Wir wollten uns eigentlich physisch begegnen. Das hat aus bestimmten Gründen nicht funktioniert. Wir holen das nach. Aber ich wollte dieses gute Wissen, was wir von dir gleich bekommen werden, unbedingt ganz schnell noch in die Welt bringen. Das Buch ist es, was mich ja schon lange begleitet und was ich auch unbedingt den Zuschauern ja mitgeben möchte, als Impuls rausgeben möchte. Du hast ein Buch geschrieben, erzähl mal. Für mich das Buch schlechthin. Ja, ich kann dazu sagen, auch für mich ist dieses Buch das Buch schlechthin. Wenn ich auf eine einsame Insel verschlagen würde, dann würde ich das Buch dabei haben wollen. So sieht's aus. Ja. Freue ich auch mal. Und wie ist es gekommen? Ja, es ist so gekommen, dass ich einfach in dieses Buch alles reingeschrieben habe, was mir bis zu dem Zeitpunkt bewusst wurde, was ich verstanden habe, was ich in meinem Leben umgesetzt habe. Und dann kam diese schöne Geschichte. Dieses Wort mit dem C. Ich denke, du weißt ja, was. Ja, das ist, ja. Ich muss nicht aufrechnen, weil sonst haben wir wieder Schwierigkeiten mit irgendwelchen blöden Algorithmen. Genau. Und da hat dieses Buch nochmal eine vollkommen neue Bedeutung gekommen. Denn es geht um Freiheit und es geht um Selbstermächtigung und die selbstbewusste Verfügung dessen, wie das Leben aussehen soll, das eigene, und nicht nur den Vorgaben und Gesetzen anderer folgen. Denn das tun die meisten immer noch. Und solange das so ist, sehe ich, Souveränität kann nur durch den Einzelnen kommen. Das braucht man. Ja. Genau, das ist ja das, was ich irgendwie auch versuche mitzugeben über meine Arbeit. Nun wissen wir beide um die Inhalte des Buches. Kannst du vielleicht Schlüsselbotschaften uns mitgeben? Was ist so das Wichtigste als Inhalt? Ich könnte es natürlich auch erzählen, aber es ist viel schöner, es von dem Autor selbst zu hören. Da wir ja nicht so viel Zeit haben, werde ich es kurz machen. Soll ich dir was verraten? Ich habe vergessen, meinen Wecker zu stellen, den ich sonst immer habe. Also wir gleiten jetzt hier durch. Ich habe auf die Uhr geguckt, aber es soll so sein. Das Zeichen, das freut mich ungemein. Also dann so, was alle Menschen verstehen können, die sind irgendwann mal auf die Welt gekommen. So waren sie da, haben in die Welt geguckt, hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und dann fing die Erziehung an. Dann wurde ihnen alles erklärt. Dann hat man ihnen erklärt, du heißt so und so und hier ist deine Sozialversicherungsnummer und hier ist dein Pass und das ist die Geschichte von deiner Familie und das ist die Geschichte des Landes und die Geschichte der Menschheit und bla bla. Das alles haben wir gehört, alles Mögliche haben wir gezeigt bekommen. Wir haben das uns zu Herzen genommen, wie das alle Kinder so machen. Denen kann man nämlich jeden Müll erzählen und die werden das immer glauben. Und je nachdem, was uns dann als Kindern erzählt und gezeigt wurde, haben wir etwas gebaut und das Ganze haben wir Person genannt. Da hat man gesagt, ich hieß ja früher anders. Da hat man gesagt, habe ich dann gesagt, ich bin der Gunther Künger, ich bin geboren 1971 in der und der Stadt, ich bin Deutscher, ich bin dieses, ich bin jenes, ich bin selbst. So dachte ich, dass ich derjenige wäre, weil es mir so erklärt wurde von anderen. Das hatte aber mit mir nichts zu tun. Und als ich das verstanden habe, dass meine Konstruktion, diese Verkörperung hier, nur ein Produkt dessen ist, was mir andere erzählt haben, da habe ich geschnallt, okay, ich wurde zu 100% fremd bestimmt. Die Form wurde bestimmt durch die Information, die mir gegeben wurde. Und dann habe ich eine Sache gemacht, brutal. Ich habe die Macht an mich genommen. Ich habe die totale Verantwortung genommen für die Schöpfung dieses Players hier, wie er aussieht, was er sagt, was er denkt, wo er wohnt, welche Menschen er in sein Leben zieht und alles Mögliche. Das heißt, ich habe mein Leben komplett umgebaut in Selbstbestimmung. Das heißt, du hast dir eine eigene Verfassung geschrieben. Eine eigene Verfassung geschrieben, und zwar die Verfassung meines Reiches heißt die. Und zum Begriff Reich möchte ich gleich voranschicken, weil das ja so ein Reizwort ist.
Reich ist das Gegenteil von arm. Das kann jeder Mensch verstehen, der der deutschen Sprache mächtig ist. Und es steht den Menschen frei, ob sie sich für reich oder arm entscheiden. Ich habe mich für reich entschieden. Und ich habe mein Reich, meine Welt verfasst, entsprechend meiner Bedürfnisse und Wünsche. Das ist meine Freiheit, das ist mein Recht. Recht, nicht link, sondern Recht. Okay, das ist mein Recht. Das habe ich getan und dieses Recht gebe ich auch allen anderen. Und das ist nun das Thema dann auch mit den sogenannten Linken, ja immer, die einem die ganze Zeit vorschreiben wollen, wie man es tun soll. Nein, es ist die linke Tour, genau. Und ich glaube an das Recht. Das ist mein Recht, alle anderen haben auch das Recht, ihr Leben zu gestalten, zu denken, zu fühlen, zu tun, was sie wollen. Das ist Freiheit. Freie Meinungsäußerung, freier Ausdruck, freie Gestaltung des Lebens und Lebens. Nun ist es ja ein mutiger Schritt, die volle Verantwortung für sein Leben und sein Reich zu übernehmen. Viele sind ja noch gar nicht so weit, sondern sind wirklich noch sehr, naja, außenbezogen auch, ja. Also gerade was durch das C-Problem auch Regeln und so weiter anbelangt, die natürlich auch in Lohn und Brot irgendwo stehen sind und in Abhängigkeiten sich begeben haben. Ist denn aus deiner Sicht dein Buch auch ein Stück weit, naja, eine helfende Hand, um sich aus diesen Verbindungen zu befreien? Definitiv. Ich kann das aus Erfahrung sagen. Ich habe dieses Buch geschrieben und ich habe einen YouTube-Kanal. Da habe ich zahllose sind irgendwie knapp an die 400 Filme über die Jahre gemacht. Ich habe dieses Buch als Hörbuch da reingesprochen, frei für alle. Und dann in diesen C-Zeiten, in denen die Menschen dann alle in ihrer Autistenwelt gefangen waren, sich angewöhnt haben, ihren Lieblingsvideokanal oder YouTube-Kanal sich jeden Tag reinzuziehen und da in so einem Knast zu sitzen, da saß ich auch vor diesem Computer und dachte, bin ich denn bescheuert? Sind wir denn bescheuert? Worum geht es denn hier? Es geht doch um die menschliche Begegnung. Und dann habe ich überlegt, okay, was machen wir? Treffen. Ja, ich möchte Menschen treffen. Und so habe ich es genannt, Menschen treffen. Nicht Bio-Roboter treffen, die einfach nur der Vorgabe und der Vorschrift anderer folgen und tun, denken und sagen, was ihnen aus dem Fernsehen erklärt wurde, sondern die selber denken, die ihrem Herzen folgen, die sich zu ihrem Menschsein bekennen. Und habe gesagt, wie wäre das? Ich komme nach Deutschland, denn ich lebe in Polen schon seit Jahren. Und ich hatte Deutschland übrigens auch schon vor Jahren aufgegeben und dachte, bei den Deutschen ist Hopfen und Malz verloren. Die sind nämlich einfach nur bequeme Schlafmützen, Ignorante, die sich darin genügen, in ihrem Sofa zu sitzen. Und glücklicherweise hat es sich anders gezeigt, hat sich in Deutschland was ganz anderes gezeigt und das Interesse ist gekommen. Und so bin ich dann nach Deutschland wieder gekommen und habe damit angefangen, Menschen treffen zu machen. Wenn ich das jetzt weiter beschreiben wollte, dann würde ich die Aktivität schon geradezu gefährden, weil ich ja nun mittlerweile ich lebe wie ein normaler Mensch, tue Dinge wie ein normaler Mensch. Das heißt, ich gehe zu Menschen und ich nehme sie auch in den Arm und gebe ihnen die Hand und wir haben es gut miteinander und so weiter. Und das ist ja mittlerweile verboten. Es bricht die Gesetze, nicht meine Gesetze, die Gesetze anderer. Und was die Gesetze anderer betrifft, so belasse ich sie bei den Gesetzen der anderen. Ich verfasse mein eigenes Leben, mein eigenes Drehbuch. Und es funktioniert. Das heißt, aufgrund meiner Klarheit und Verfassung, die ich angelegt habe, habe ich meine Lebensbedingungen komplett verändert. Und ich erkläre das den Menschen so, dass wir alle wie in einem Videospiel leben. Und wir können selber programmieren, die Oberfläche, oder wir nehmen die Programmierung, die uns gegeben wurde. Und das tun die meisten. Ja, das ist richtig. Und jetzt an diejenigen, die da noch drin hängen in dem Spiel. Ich muss doch arbeiten. Ich muss doch den Test machen. Ich muss doch den Bausparvertrag bezahlen, die Kinder ernähren, alles Mögliche.
Okay, alles fängt an mit dem ersten Schritt. Alles fängt damit an, dass man erstmal hinguckt. Und da bietet dieses Buch eben die Möglichkeit, denn es ist eben nicht für total abgefahrene, abgefreakte, spirituelle Leute, die schon seit 10 Jahren mit einem Räucherstäbchen in der Hand und einem grünen Tee in der anderen Hand da sitzen und um die Viertelstunde sagen, so bin ich nämlich auch nicht, sondern das ist für ganz normale Leute geschrieben, weil ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Und die Menschen, die zu den Menschentreffen kommen, kann ich dir sagen, die sind ganz normale Menschen. Junge, alte, dicke, dünne Frauen, Männer. Leute, die kommen da rein, da denkst du, erstmal hätte ich gedacht, oh je, so klassische linke Hausbesetzer-mäßig mit Dreadlocks oder so. Und dann kommen da so ein paar andere rein, wo du denkst, irgendwie, nun ja, ganz andere Richtung. Und die kommen da alle zusammen als Menschen. Und meine Konzepte über deren Aussehen greift nicht. Wow, ich habe Menschen. Es gibt ja nur Konzepte. Ja, sag nochmal. Ich sage, das sind ja nur Konzepte. Also ja. Am Ende darfst du ja auch die Geschichten fallen lassen. Und darum geht es ja auch, ne? Es geht genau darum, das Wesen zu entdecken, das Wesen zu entwickeln. Weil dieses schöne Wort mit der Entwicklung ist ja auch so ein Ding. Entwicklung, Entwicklung. Ne? Seit, was weiß ich, 25 Jahren. Ich habe mich immer gefragt, was ist denn Entwicklung? Was ist es denn in die Mitte kommen und der ganze Kram? Mittlerweile weiß ich sehr genau, was das alles ist. Wir sind zugekleistert worden mit Programmierung. Das Zeug, was du anschaltest, wenn du den Fernseher anmachst und die Programmierung, die Programme, die da reinziehst. Das haben wir bekommen von Babyzeit an, von allen. Und das hat eben die Zwangsjacke gebaut, die wir dann irgendwann genannt haben mit dem Namen Gunter Krüger, bla 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 bla. Nee, den gibt's nicht mehr. Den habe ich aufgelöst. Ich löse mich jeden Tag und ständig von den ganzen Programmierungen, die mir angeboten wurden. Die wurden mir nämlich nicht zugefügt, sondern die wurden mir nur angeboten, Vertragsangebote. Und ich habe sie mir zu Herzen genommen und habe sie mir zu eigen gemacht. Ich bin kein Opfer, sondern ich habe mich selbst gerichtet. Ich habe mich selber an dieses Kreuz genagelt. Und was ich im Augenblick mache, ist, jetzt gehe ich mal ein bisschen die christliche Terminologie, ich nehme diesen Player, der da an diesem Kreuz hängt, an dieser Nagelung und darum leidet, und ich mache diese Sache ab, Nägel raus, gucke mir dieses scheiß Kreuz an irgendwie und denke, gefällt mir das? Nein, eigentlich nicht. Schwupp. Und ich schmeiße es hinter mich. Und da kann ich sagen, wenn mich einer fragt, wer bist du? Früher hätte ich ihm gesagt, ich bin der und der und der und bla bla bla. Die Familie kann ich heute sagen, weißt du, was ich bin? Ich bin das impersonifizierte oder das verkörperte Leben. Ich bin das Leben, was jede einzelne Zelle hier zum Leben erweckt. Ich bin das Licht. Ja, und wenn ich sowas sage, dann höre ich mich an wie der Jesus, gell? Gesprochen, wenn es denn den gab überhaupt, wissen wir auch nicht. Ich kann sagen, ich bin das Licht und alles, was ich willentlich verfüge, das kommt in mein Leben, das manifestiert sich und ich habe mich selbst davon überzeugt, dass es so ist und ich teile mit anderen nur meine eigene Erfahrung und wenn die das auch wollen, dann müssen sie sich selber überzeugen, denn ich überzeuge niemanden, absolut niemanden. Kann ich nur unterschreiben, denn ich habe ja dein Buch sozusagen in der Entstehung mit erleben dürfen, falls du dich erinnerst. Ich erinnere. Mir zu Hause auf dem Sofa sitzend. Genau, es ist total abgefahren, dass wir hier jetzt gerade so miteinander sitzen. Ich bin so berührt. Es ist so abgefahren, es ist wie in der Truman Show. Ja, ist es irgendwie doch, die ganze Nummer. Auf jeden Fall hast du mir das Werkzeug an die Hand gegeben, als du im Prozess des Schreiben warst. Und ich habe gesagt, ach, ich mache davon dann einen Roman. Den Roman gibt es noch nicht, aber ich habe mein eigenes Buch, meine eigene Schriften angefangen für meine Schöpfung. Und ja, da, wo ich jetzt heute bin, ist auch deutlich anders, als ich zu der Zeit noch war, als du begonnen hast und mich ja oft besucht hast. Ich kann halt nur sagen, ohne jetzt meine Geschichte zu erzählen, das funktioniert mit dem, was du da geschrieben hast. Es funktioniert und für mich
wäre dieses Buch der Macht seiner eigenen Macht sich bewusst zu werden, ein Schlüssel. Eigentlich müsste es jeder lesen. Ich möchte es in jeder verdammten Schule sehen. Ich möchte es in jede Sprache übersetzt haben, weil da ist das Wissen drin, was jedem Menschen zusteht und was der ganzen Welt vorenthalten wird und wurde über unendliche Zeit. Und die ganzen spirituellen Schulen und Kirchen und der ganze Kram dienen nicht der Befreiung der Wesen, sondern genau dem Gegenteil. Alles ist genau gegenteilig, wie es erscheint. Dieses schöne Kreuz, einmal umgedreht, dann haben wir ein Satanistenkreuz. Und genau das ist das System. Das System ist ein Satanistensystem. Es ist ein lebensfeindliches System. Es ist ein Totenkult, mit anderen Worten. Und in dem Buch, in meinem Leben, geht es nur darum, das Leben zu ergreifen, die Macht zu ergreifen, alles wieder zurückzunehmen, was wir abgegeben haben, und zu machen, was wir wollen. Einfach zu leben und zu lieben, ja. Also die Liebe ist für mich das Allheilmittel und das Mittel überhaupt, um in die Welt zu strahlen. So wie du sagst, ich bin das Licht, habe ich so einen schönen Spruch zu Hause bei mir an der Wand gehabt. Du kannst dich erinnern, ich bin die Liebe. So, ja. Und das möchte ich verkörpern und sein und dann funktioniert es auch viel einfacher. Genau. Gib noch einen Tipp aus dem Buch mit und dann sollten wir das Buch zu einer anderen Zeit noch einmal bei einem physischen Treffen vielleicht durchblättern und einen zweiten Teil drehen. Du, ich habe gerade noch gedacht, das ist so eine abgefahrene Geschichte. Die Geschichte, die uns miteinander verbindet, die ist so 17 Jahre. Ist so abgefahren und ich glaube, also ich würde es gerne erzählen den Menschen, aber wir haben jetzt keine Zeit dafür. Und wenn du mich jetzt fragst mit diesem Buch hier, was ist hier daraus zu sagen, ja, dann möchte ich es vielleicht runterbrechen. Also, hört ganz genau zu. Ich werde jetzt was sagen, das ist ganz kurz und das ist die volle Wahrheit, so weil ich hier sitze. Die Macht ist mit dir. Immer und überall. Doch du musst sie beanspruchen. Ohne das Ergreifen der Macht, der Verantwortung, da wird ein Mensch ein Schaf bleiben. Und wenn ein Mensch ein Schaf sich selbst als Schaf erlebt, dann wird er die Wölfe anziehen, denn die riechen die Angst. Das ist der Punkt. Und so mache ich bei den Menschentreffen immer wieder das gleiche Ding. Hier bin ich, so bin ich. Und für mich ist es in Ordnung. Meine Vergangenheit liegt hinter mir. Die Zukunft ist weit offen. Ich werde unter allen Umständen das Allerbeste daraus machen. Und gerade jetzt öffne ich mich der Wahrheit meines Herzens und ich entscheide mich dazu. Ich liebe sie. Ich ehre sie und ich lasse mich vollkommen von ihr erfüllen, durchdringen und heilen. Und bringe sie als freier Mensch zum Ausdruck in diese Welt. Und wer so vor seinem Chef steht oder vor einem Polizisten steht, und wenn er irgendwie vom SEK ist, der steht. Und wer der Auffassung ist, ich bin so ein kleines Licht, ich kann nichts tun und bla und bla und heul, der wird gar nichts tun können, er ist ein Arsch. Und das ist er mit Recht, mit vollem Recht. Gerechtigkeit heißt nämlich, dass die Menschen selber sich ermächtigen müssen. So, und dazu trägt dieses Buch bei und meine Aktivität, die Menschen so weit aufzuklären, dass sie sich selbst ermächtigen. Und sie können an meinem Beispiel etwas erkennen. Das ist alles, was ich anbieten kann. Mein Beispiel, sonst nichts. Großartig. Ich bin voller Freude. Das war total schön, dass ich das mit dir hier teilen konnte für die Zuschauer. Ich werde alles verlinken, was irgendwie möglich und nötig ist, um das Buch zu finden, deinen Kanal, den YouTube, den Telegram und so weiter. Und das hört nicht auf. Wir kreieren was zusammen. Das haben wir ja vorhin schon einmal. Ultra Bock dazu und ich freue mich riesig, dich mal wieder zu sehen. Zwar nur auf dem Bildschirm. Ja, so ein bisschen so. Wunderbar. Bald nehmen wir uns wieder in die Arme. Vielen, vielen Dank, mein Lieber.
pass auf dich auf und ein Lächeln voller Freude für meine Zuschauer. Dankeschön. Alles Gute für alle. Macht's gut. Danke.